Ja, heute sind wir wieder unterwegs, um im Auftrag der Baugutachten GmbH einen Bau zu begleiten. Und heute sollte die Schlussabnahme sein eines frisch geputzten Hauses. Und wir merken hier, dass der Putz noch nicht so aussieht, wie es sein muss. Hier sind einige weiße Flecken. Die sind entstanden durch Ausbesserungsarbeiten. Der Putz wurde beschädigt. Es gab Unregelmäßigkeiten in der Putzstruktur. Man hat versucht nachzubessern. Und die Nachbesserung ist keine Nachbesserung mehr, sondern eigentlich eine Verschlimmbesserung. Ja, es ist auf allen Seiten gleichmäßig verteilt. Überall diese komischen weißen Flecken. Ja, jetzt gibt es nur eins. Heute wird erstmal die Abnahme verweigert. Und hier muss nochmal eine ganz dicke Farbe drauf, die die Strukturunterschiede und die Farbunterschiede gleichzeitig ausgleichen kann. Ja, also nicht immer laufen alle Abnahmen so ab, dass man das Bauwerk abnimmt. Man kann eben auch die Abnahme verweigern. Dumm ist nur, wenn man abnimmt mit Mängeln. Dann muss man nämlich auch Zahlung leisten. Wenn man die Abnahme verweigert, ist erstmal die Zahlung nicht fällig.